Ein toller Ballwechsel. Becker mit diesem wuchtigen Schuss und Mädchen hier ganz weich cross gespielt und dann diese Lendl-Vorhand, wo der Ball sich nach außen wieder ins Feld hineindreht, aber keine Chance für Mädchen. Miloslav Mečije endlich einmal am Netz, möchte man fast sagen. Und dann ganz gerade, schmucklos, dieser Vorhandschuss, 30 Beide. Zweiter Spielball für Boris Becker und da hatte sich Mečije zu sehr auf seinen Gegner konzentriert, den Ball nicht angeschaut. Bin gespannt, ob das jetzt das erste Break im dritten Satz wird. Mit dem Gewinn von zwei Sätzen im Rücken wirkt er ungemein selbstbewusst. Das belastet natürlich auch den Gegner. Mečije sieht, dass Becker vor Selbstvertrauen strotzt, dass all seine Aktionen den Leimener nicht durcheinander bringen können. Ganz gefühlvoller Lob von Mečije, aber ich hatte auch den Eindruck, dass der Ball sich da hinten verspringt, ein Platzfehler. Jetzt ganz flach tickt er weg, 0:15.
Nietzsche wirkt im Moment ein bisschen unglücklich bei allem, was er versucht. Verkauft sich in dieser Phase ein bisschen unter Wert, denn dass er sehr viel mehr kann, haben wir in den ersten beiden Durchgängen gesehen. 2:0 Führung also im dritten Satz für Boris Becker. Zwei intelligente Punkte jetzt endlich einmal wieder hintereinander von Miloslav Mečir. Lässt sich zu sehr das Spiel von Boris Becker aufzwingen, reagiert nur statt zu agieren. Rechts Niki Pilic, der Coach, links Hans-Jörg Schweier, der hier nicht eingesetzt werden wird im Einzel, der in Hamburg aber den entscheidenden Punkt zum Sieg über die USA macht. Für Miloslav Mečir. Boris Becker hat in dieser Phase Schwierigkeiten mit seinem Aufschlag. Der neunte Doppelfehler vorhin.
Auch hier der zweite Aufschlag nicht gut genug, 15-40. Es ist eine Halle, Herr Tiriak, und da ist eigentlich Rauchen verboten. Fehler von Becker. Und damit ist dieser Satz wieder ausgeglichen, nachdem Becker ja mit 2-0 führte. Erster Aufschlag, Verlust überhaupt für den Deutschen im Verlaufe dieses gesamten Matches. Aus einem 0-2 Rückstand macht Miloslav Meče jetzt einen 3-2 Vorsprung im dritten Satz. Ein bisschen zu leicht hat Becker diesen Punkt genommen. An und für sich ein leichter Flugball. Wollte es besonders gut machen. 15 beide. Becker muss die Flugbälle lang spielen, so hat sie ihm der Coach gesagt, und so macht er die Punkte wie hier mit Unterschnitt, sodass sie ganz flach nur wegspringen. Wer immer die bessere Position hat, 30-15.
VfB. Jetzt die 30 und die 30. Für Miroslav Meci, der sich wieder gefangen hat. Es gibt ja so Phasen im Tennis, da verlässt einen die Konzentration ein bisschen. Das geht über zwei, drei Spiele. Diese Erfahrung musste Meci gegen Ende des zweiten Satzes und zu Beginn des dritten Satzes machen. Aber jetzt ist er wieder da, variiert sehr schön. Keine Mühe hier bei diesem Flugball. Die ganz große Faszination allerdings geht von dieser Begegnung noch nicht aus. Das liegt zum einen sicher am sehr schnellen Boden, der keine längeren Ballwechsel zulässt. Zum anderen daran, dass man sah es an der Geste von Meci, beide noch nicht hundertprozentig mit ihrem Spiel zufrieden sind. Studie von Boris Becker, der extrem kurze Ausholbewegungen hat, wieder einer dieser Returns, wo er sehr früh in den Aufschlag hineingeht, weit im Feld steht. Und wenn er selbst serviert, dann ist er ja nach seinem Aufschlag praktisch sofort am Netz, nur einen Meter hinter dem Netz. Auch hier die Ausholbewegung sehr früh abgeschlossen. Gute Laufarbeit, ein sehr gutes Auge beim Wimbledon-Sieger. Er sich sofort wieder zur Mitte hin orientiert. Und jetzt in der Defensive diesen unterschnittenen Ball spielt. In dem letzten Augenblick wegdrückt.
4:3 für Mecir im dritten Satz und Boris Becker schlägt auf. Vier Weide. Erneut lebt Boris Becker vor allem von seinem sehr harten Aufschlag. Ball war gut. Den Verdacht, als würde Mecir diesen Ball nicht mehr erlaufen. Dann auch erst für den Tschechoslowaken im letzten Augenblick zu erkennen, diese überrissene Vorhand. 15:30 und Fehler. Zwei Breakpunkte, zwei Spielbälle für Boris Becker. Zunächst noch einmal abgewendet, Becker sofort nach vorn und hier ist im letzten Augenblick zu erkennen, wohin er die Beite in die Rückhand platziert, 30:40.
welcher Entschlossenheit Becker hier nach vorn geht. Sehr gut platziert, diese Vorhand als Angriffsball. Dann ganz kross gespielt gegen den Lauf. Der Rückhandflugball erneut Vorteil Boris Becker. Ja, dann die Becker-Geste mit der Faust. Sich selbst Mut machen, sich selbst bestätigen. War das die Entscheidung im ersten Halbfinale Einzel zwischen Deutschland und der CSSR? Der entscheidende Break im dritten Satz, nachdem Boris Becker ja die beiden ersten Durchgänge bereits mit 6:3 und 7:5 gewinnen konnte. Es sah ja in der Anfangsphase dieses dritten Satzes, als Becker auf 2:0 davonzog, so aus, als würde es ein glatter Dreisatz-Sieg. Dann kam Meciyev, fand wieder zu seinem Spiel, aber jetzt ist der Wimbledon-Sieger natürlich ganz deutlich im Vorteil. Knapp 1 Stunde und 40 Minuten sind bisher gespielt. Das wäre ein relativ schneller Durchgang gewesen, wenn Becker denn mit diesem Aufschlag, der jetzt folgen wird, die erste Begegnung abschließen könnte. Ja, und jetzt ist er zum ersten Mal vor Meciyev auf dem Platz. Entschlossen, diese Begegnung jetzt zu beenden. Und Boris Becker, der sich sicher noch einmal voll konzentrieren wird auf seinen eigenen Aufschlag, den er nur ein einziges Mal bisher verloren hat. 5:4 Führung im dritten Satz. Boris Becker schlägt auf. Bisschen Glück dabei für Becker. Fehler. Boris Becker mit diesem Halbflug, weil er doch ein paar Probleme hatte. 30-0, noch 2 Punkte fehlen ihm zum Matchgewinn. Das müsste eigentlich reichen. Alles riskiert, wollte einen ganz gefühlvollen Volley spielen. Zu schön, 40-15.
Fußfehler heißt das. Boris Becker hat, bevor der Ball den Schläger verließ, mit dem Fuß die Linie berührt. Da haben wir den Aufschlagrichter. Von ihm kam der Ruf. Das ist natürlich haarig in einer solchen Situation für Becker. Erster Aufschlag also fehl. Das war er. Mit 6 zu 3, 7 zu 5 und 6 zu 4 gewinnt Boris Becker das erste Einzel in der Davis Cup Halbfinalbegegnung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der CSSR. Die Eltern, eine strahlende Mutter. Von Boris Becker erwartet man ja immer nur Siege. Und wenn er gewinnt, dann sagt man, eine Pflichtaufgabe. Aber dieser Gegner war schwer, er war mehr als nur eine Pflicht für Miloslav Mečija. Die konstantere Leistung, der bessere Aufschlag, der größere Mut zum Risiko, das alles gab letztendlich den Aufschlag für Boris Becker. Knapp eine Stunde und 45 Minuten hat er benötigt für dieses erste Spiel. Hat den wichtigen ersten Punkt gemacht. Wird er nachfolgen, das zweite Spiel zwischen Michael Westphal und Thomas Schmid. Und wir geben jetzt auf den Platz zu Dieter Kürten, der bei sich hat Willem Bungert, den Kapitän, und Boris Becker, den Sieger des ersten Einzels. Boris Becker, Wilhelm Bungert, herzlichen Glückwunsch an Sie beide. Sie haben ein wenig gelitten, Wilhelm, stelle ich mir vor, als Mannschaftskapitän auf dem Stuhl, denn es gab eine Phase, da hat Boris eigentlich nicht so gespielt, wie Sie es erwartet haben, und möglicherweise er selbst auch nicht. Er hat nicht ganz so frei gespielt, wie ich gehofft habe, aber er hat die kritische Situation doch ganz gut überwunden. Woran hat es gelegen, Boris Becker, dass es zwischendurch mal eine Ermüdungsphase gab oder dass Sie nicht so konzentriert spielen konnten wie üblich? Ich hatte unheimlichen Respekt vor meinem Gegner, weil letztes Mal ich habe einmal gewonnen, einmal verloren, und das erste Mal habe ich eine Tennisstunde gekriegt von ihm. Und ich habe gewusst, dass ich einen zweiten Aufwasch ziemlich riskant machen musste gegen ihn, sonst hatte ich wenig Chancen. Es wurden dann halt ein paar Doppelfehler, aber was soll ich machen? Worauf ist das eigentlich zurückzuführen? Wie ist es zu erklären, dass Sie ungewöhnlich viele Doppelfehler gemacht haben? Ich hatte den Eindruck, Sie haben Ihren Aufschlag geändert. Ja, ich habe den zweiten Aufschlag etwas geändert. Ich habe ihn mit mehr Risiko, und vor allem gegen Spieler wie Mečija, wo einer der besten vom Return sind, und da habe ich gedacht, ich muss halt auch beim zweiten sehr viel riskieren. Der zweite Aufschlag birgt sehr viel Risiko noch. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, dass Sie umgestellt haben. Aber wenn er dann kommt, ist er perfekt wie der erste. Ja, ich meine, ich habe heute nur ein Aufschlagspiel verloren, und gegen so einen Gegner wie er ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Was war mit dem Boden? Man hat gesehen, dass Sie nicht zufrieden waren, vor allen Dingen im ersten Satz die Bälle versprangen. Liegt das jetzt nun am Boden oder an dem Untergrund? Mir wurde gesagt, unter diesem Grün, was wir hier sehen, sind viele Kanaldeckel, die sich vielleicht durch die Wärme ein bisschen heben, und darunter leidet nun auch der Platz. Ja, das stimmt. Das ist unter dem Teppich ist, so wie Sie sagen, Kanaldeckel, und ab und zu habe ich geglaubt, dass es ein grüner Sandplatz wäre. Wenn Sie sich mit der Zeit jetzt einstellen können auf den Boden, wird Sie das nicht so stark beeinträchtigen, wie man jetzt zuweilen das Gefühl hatte? Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Hauptsache, wir haben gewonnen, und ich habe, glaube ich, auch ganz gut gespielt, und ich wünsche Michael Westphal jetzt unheimlich viel Glück. Vielen Dank. Wilhelm Bungert, eine vielleicht Generalerklärung zu diesem Spiel. Wie haben Sie es gesehen? Wie würden Sie es einordnen? Nun, ich glaube, es gibt bessere Spiele von Boris, aber wie er schon sagte, er hat sehr großen Respekt vor Mečija gehabt, denn er hat ja das erste Mal auch verloren, und er weiß, wie gut er spielen kann. Ich glaube, dass wir mit der Leistung vor allem im Davis Cup doch recht zufrieden sein können. Welche Erwartungen haben Sie an das jetzt darauffolgende Spiel? Es sind jetzt etwa so 20 Minuten Pause. Sie müssen gleich rüber zur Pressekonferenz. Es wird sehr, sehr schwer. Und Ihre Meinung, Boris? Ich sag, Michael gewinnt. Michael gewinnt, Michael Westphal. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das Spiel gegen Thomas Schmid? Kennen Sie ihn? Ich habe gegen ihn dieses Jahr schon dreimal gespielt, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig wie das nächste Spiel von Michael Westphal. Das Wichtigste jetzt. Ich glaube, auf dem Sieg von Boris Becker jetzt über Miloslav Mečija kann man ganz gut aufbauen. Das stärkt eine Mannschaft insgesamt. Ganz sicher. Ich hatte gehofft, dass Boris den ersten Punkt macht. Damit wird der Druck etwas von Michael weggenommen, und ich hoffe, dass er einigermaßen seine Form spielt. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für die restlichen Spiele. Vielen Dank, Boris Becker. Vielen Dank, Wilhelm Bungert.
So, und jetzt also hinüber zur Pressekonferenz. Die beiden werden dort erwartet und mein Kollege Eberhard Figgermeier wird die Szene dort kommentieren. Bis später.